Wir nehmen alle Platz weg. Beckys Eltern. Mit dem Rüssel. Der Bus ist so gut wie fertig, ne? Ja. Hey Kate, die neue Woche. So, die neue Woche ist gestartet und du stehst wieder im Küchen und backst den Kuchen. Ja, man könnte meinen. Man könnte meinen? Hier ziemlich sind, essen wir nur noch. Es fühlt auch echt so. Also wir sind schon echt viel am Essen, ist aber auch schönes. Genau, ich habe nämlich heute die Großeltern eingeladen alle. Ja. Und Alex Marie und wenn mein Eltern und dann gibt es einen Kaffeekuchen-Klatsch im Garten. Ah, da freue ich mich. Das Wetter ist bestens Wetter. Ja. Hier wird ein Rhabarberkuchen gemacht. Der Streusel kommt noch mit drauf. Vanillepudding so. Ja, und dann geht er in den Ofen. Es wäre fast missglückt, weil ich den Pudding falsch angerührt habe. Ja, ich hatte aber. Ich habe die Anleitung nicht gelesen, wie man den Pudding macht. Ja, ist manchmal aber schlau, ne, das zu machen. Ist aber trotzdem noch gelungen, zum Glück. Ich habe gerade gelesen, man sollte ihn danach 4 Stunden stehen lassen, abkühlen lassen, am besten über Nacht sogar. Die Gäste kommen, es ist 1:15. Ja, die kommen ja schon in 2,5-3 Stunden. Ah ja, das geht trotzdem, glaube ich. Wir versuchen es mal, oder du versuchst mal. Genau. Und sonst hast du hier noch ein Zwetschgen gemacht, ne? Ja, wie letzte Woche. Ja, wie letzte Woche. Ha, herrlich, okay, dann. Und was machst du? Ich würde ein bisschen was für die Arbeit machen und dann natürlich schnell wie möglich hier raus und das schöne Wetter genießen. Ab in den Garten. Ich mache mich jetzt erst nochmal auf dem Weg nach oben zu den Dachboden. Da haben wir nämlich all unsere Sachen gelagert oder das, was wir zumindest behalten wollten, was wir nach der Reise dann wieder benötigen könnten. Und da haben wir aber auch ein, wie heißt dieses Spiel mit diesem Ballnetz? Spikeball, genau, Spikeball, gelagert. Und ich schaue mal, ob ich es finden kann zwischen den Gartons, weil es wäre schön, wenn wir das noch im Garten spielen können. Alex und Marie kommen auch und die haben bestimmt auch Bock da drauf. Also schauen wir mal. So, und hier finden wir dann der ganze Krempel, alles in Boxen. Wir nehmen alle Platz weg bei Kates Eltern. Sind wir aber ganz froh drum, dass wir das hier gelagert lagern dürfen. Aber jetzt mal schauen, ob ich überhaupt irgendwie dadurch das Spiel finden kann. Okay, nee, ich komme unmöglich ran. Ich bin echt versucht, irgendwie da durchzukrempeln und so, aber ich sehe es nicht mal. Ist zu viel Aufwand. Es gibt aber, was auch sehr cool ist, eine Tischtennisplatte. Und da muss die mal herhalten. Schaue ich mal, ob Kate Lust hat. Aber nur eine Tischtennis im Garten, das ist doch auch schon schön. Ja, das kommt dann nächstes Mal wieder, wenn wir mal zurück sind. So, ab in den Garten. Zeit für Kuchen. Hey, da bist du ja. Willkommen im Garten. Du hast alles vorbereitet. Ja, nicht ich alleine alles. Aber du hast schon viel gemacht. Und wie ist dein zweite Kuchen noch gelungen? Hat es geklappt? Ist gut geworden, ja. Ist gut geworden? Muss nur noch schmecken. Ah, sehr gut. Also er hebt, der fällt nicht auseinander, läuft nicht davon. Tisch ist schön gedeckt. Die Wiese lädt ein. Ich habe geguckt oben nach dem... Findest du nicht? Nee, kann ich nicht finden. Also ich sehe es nicht mal. Das ist echt zu voll da. Zu viel Aufwand, das jetzt alles rausnehmen, nur für dem Spiel. Nein, okay. Wir können ich habe gesagt, genau, ja. Ich kann mal eine Runde Tischtennis gegen dich spielen. Ja, dürft ihr raten, wer gewinnt? Ich. Jetzt warten aufs Besuch und dann kann es losgehen. Ja, ich habe Hunger. Lecker. Der Pool läuft sogar schon. Es ist auch echt Bikini-Wetter. Richtig heiß, ne? Auch das ist keine Abkühlung. So.
So, das ist der Rhabarberkuchen und die geht noch kurz vor das Besuch kommt in den Kühlschrank, dass er noch schön abkühlt. Ja. Der ist noch ein bisschen lommelig. Das ist noch lommelig, ne? Weil der so warm ist. Oh. Ist da Platz? Unten vielleicht, oder? I don't know what it means, but there's a smile upon your face. I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder, fear is under. So, die Stände ist aufgebaut. Ja. Ja. Und ich mach dich fertig. Das sehen wir dann mal, ne? Also, wir haben es so aufgebaut, dass wir noch einigermaßen in der Schatten stehen, weil es ist so warm. Genau. Und wir haben unseren Besuch irgendwie dagelassen. Die sitzen alle noch gemütlich am Kaffee und Kuchen. Aber wir müssen uns ein bisschen ausbauen. Ja. Ja. Also viel Spaß. Und Erfolg vor allem, weil das brauchst du. Also komm mal dann. I find it hard to not give in. Hat das der Ball. Days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly. Ich hab gewonnen! Aber ganz knapp. Ganz knapp, mit 13-11. Ja. Und jetzt müssen wir uns kurz in den Schatten. Matchbälle. Ja, das stimmt, ja, Matchbälle. Und jetzt gibt's. Das war auch erst der erste Match, aber wir müssen uns in den Schatten stellen, weil es ist einfach zu warm hier. Ja, das unglaublich. Schon. Ja. Gibt's Wasser? Und dann schaue ich mal, wer den zweiten Satz gewinnt. Ja, wer noch, sich noch so traut gegen mich. Sind die Großeltern auch Ping-Pong? Wer traut sich gegen mich? Nein? Okay. Er nicht dann. Nächster Gegner, wie sieht's aus? Ja, wir spielen einfach um den Spaß. Ach, er spielt noch einen, okay. Das klappt ja gut. So, Schatz, du wolltest, dass ich die Kamera hole, damit die Leute nicht... Damit wir mal wieder das Essen filmen, weil das... Ach so, jetzt dachte ich, damit die nicht denken, dass ich mich immer nur ums Essen kümmere, dass sie sehen, dass du auch mal ab und zu was machst. Ach so, ja. Kai hat sich schnell in Zug gestellt. Zumindest am Schluss macht es sich richtig nützlich, der Kai. Extra fürs Video. Ganz kurz noch. Und es gibt Flammkuchen, das haben wir ewig nicht mehr gehabt. Sieht richtig geil aus mit was ist da drauf? Rote Beete, Fenchelbirne, Fenchelbirne und so ein veganer Speck. Feta. Ja? Ja, sehr gut. Sieht Flammkuchen echt gut ist aus. Also, das ist schon wirklich schwäbisch, oder? Nein. Okay. Aus dem Elsass kommt es doch. Ah, französisch. Oder, ja. Okay, ich kenne es halt von hier. In Holland kennt man es auf jeden Fall nicht. Noch nie gegessen. Und dann dafür hier umso öfter. Hier und dann war ich direkt hin und richtig weg. Fan. Hin und weg, genau. Eine Liebe ja, für sich. So, wie ich direkt hin und weg von dir war. Ach, schleifst dich wieder ein. Finishing Touch. Das sind da jetzt noch so ein veganer Käse. Reibekäse drauf und Walnüsse noch. Ja, also bereit? Da kannst du in den Ofen. Bereit. Und hier? Gibt es eine Salatsoße mit frischen Kräutern? Ich bin die Kräuterfee. Und? Ich habe Kräuter gepflückt im Garten. Sehr schön. Ja. Ja, und so schnell sitzt man auch wieder am Tisch. Lecker.
Also ja. Geld mich darfst du schöpfen, ja. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Hey Kate, was machst du da unten? Was machst du da unten? Aha. Hier oben auf der Terrasse. Also ich komme mal runter, dann lasse ich es sehen. Wir sind jetzt mal die Busse umräumen. Der ist jetzt komplett leer. Und da können wir uns nochmal neu sortieren, bevor es dann wieder losgeht. Genau. Hier steht der Garage schon einiges voll mit Zeugs, was alles rausgekommen ist. Wir haben das einfach mal so in Kisten und Sachen, alles was wir gefunden haben, so Kisten und Tüten, rausgeräumt. Und dann sieht das gute Stück hier auf Räder dann so aus. Also ganz leer, ganz, ganz leer. Und da wird gesaugt. Mit dem Rüssel. Schau mal, das lässt sich auch voll. Wow. Ah, mega. Warte. Das gerade, weil hier oben haben wir auch Essenssachen, also so Trockensachen, Nudeln, Linsen und Zeug. Mhm. Und da lagen überall Linsen und keine Ahnung was rum. Und ich war erst, hatte ich den Aufsatz, aber das geht nicht, weil dann will ich so da oben rein und dann ist das Dach im Weg und da ist der Rüssel optimal. Ja, sieht lustig aus, aber funktioniert anscheinend auch sehr gut. Es hat aber bei uns keinen Platz auf Reisen, dort mitzunehmen. Und nee. Egal. Braucht man auch nicht. Nee. Wenn man es nicht sieht, so, ne, wenn man es dann einmal macht, wenn man jetzt wieder die Zeit hat, dann ist gut. Und ja, ist fast fertig. Fast übrigens, ja. Wir hatten doch das Problem mit unserer Lampe. Habt ihr vor ein paar Videos gesehen? Stimmt. Dass, ja. Wir blenden euch das Video mal ein, falls genau. Ihr das Video nicht gesehen habt. Und zwar ging das Licht nicht mehr aus. Es ging nur über eine Fernbedienung. Jetzt hatten wir immer die Sicherung rausgezogen, weil wir das Licht nicht mehr anders ausbekommen haben. Wir dachten, es liegt an den Batterien von der Fernbedienung, haben wir jetzt neue gekauft. War nicht das Problem. Das heißt, was war dann kaputt? Der Empfänger. Genau, der Empfänger hat nicht getan. Der habe ich ausgebaut. Ein Schalter gebaut. Ja. Das heißt, tada! Es dauert immer ein bisschen, mit Verzögerung kommt er, aber er tut. Aber der Nachteil ist, ja? Es hat nur noch eine Helligkeit. Genau, ich hatte einen Dimmer einbauen können, aber es war mir jetzt zu viel Aufwand, deswegen haben wir einfach einen Ausschalter. Weil wenn wir es benutzt hatten, hatten wir es auf der niedrigen Stufe, weil das so gemütlich Licht war. Und jetzt ist nur dieses sterile, helle Licht. Es tut mir leid, ich kann es immer noch umbauen, aber für jetzt tut es das. Ja? Das Licht ist drauf kaputt. Stimmt, aber wir haben keins. Das bleibt erstmal so. Ja, wir haben da zum Glück zwei und das funktioniert auch immer gut, ne? Die kann man so schwenken. Ja, solange das nicht kaputt geht. Ja, das ist dann auch das Einzige, was vielleicht nicht funktioniert. Ja, oder dein Mann mal ab und zu nicht, aber sonst geht's gut. Jetzt lange genug geschwätzt, wir weiter, weil du bist eigentlich fast fertig, ne? Und dann räumen wir alles rein. Yes. Wieder. Dann mega. Sieht's wieder aus wie unser Bus. Ja. Bisschen nackt aus, finde ich. Schon nackt. Wenn man so irgendwie von vorne nach hinten durchgucken kann. Aber es ist mal gut, dass es so warm ist, dann trocknet alles mal gut. Ja, das ist schon richtig geil. Da stand ja auch oft so Feuchtigkeit vom Kochen, das steigt alles so hoch. Ja. Ich habe die Kleiderschränke, auch die Kleidung, die einfach sauber war, hat so einen bestimmten Geruch gehabt. Ja. Deshalb, das können wir jetzt mal schön durchlüften lassen. Schön durchgelüftet. Sind wir auch. Und dann war es das auch. Wir gerade laden ein. So, du bist bereit, wir haben jetzt heute Mittag nicht mehr gefilmt, ne? Nee. Aber wir zeigen es euch morgen, wie es aussieht. Aber wir waren erfolgreich, das meiste ist schon rein. Ja, und du siehst jetzt frisch aus. Wir gehen Freunde besuchen. Verbringen mal wieder einen schönen Abend zusammen oder mal wieder, endlich mal wieder. Und ja, da freue ich mich drauf. Was? Das ist ein Fleck, glaube ich. Das ist nicht nass. Kommt gerade frisch aus der Wäsche und sieht jetzt schon irgendwie fleckig aus. Naja, was ich noch sagen wollte, wir waren gestern Abend übrigens ja. Im Neckartal, weil
Wir haben von Alex eine Drohne ausgeliehen bekommen und üben jetzt mal fliegen, damit wir jetzt, wenn wir losgehen, auch mit Drohne losgehen können. Und schöne Aufnahmen machen können. Aufnahmen machen, ja. Letztens haben ja Franzi und Jonas, damals, wo wir 3 Wochen mit unterwegs waren, in Sardinien. Und das hat uns so gut gefallen, also die Bilder. Mhm. Ist auf jeden Fall richtig geil, dass wir jetzt auch einen Drohnen dabei haben. Und wir blenden mal ein bisschen Bilder ein, dass ihr seht, wie wir schon geflogen sind. Das ja. ging schon, aber das braucht schon ein bisschen Potenzial nach oben. Ja. Und Alex, danke dir. Richtig cool, ja, dass wir die dabei haben. Ja. Dug a hole and buried my fear. And we scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. You wait, but still, it's trouble by trouble. Zeigen es euch mal. Der Bus ist so gut wie fertig, ne? Ja. Sieht wieder voll aus. Schön. Das Bett ist schon gemacht. Danke dir übrigens. Ich war nämlich heute Morgen frühstücken mit zwei Freundinnen und in der Zeit hat Kai das Bett bezogen und seine Kleider eingeräumt. Und genau. Dann bin ich morgen bereit vor den Fahrt oder dann das Weiterfahren. Genau. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wir freuen uns wieder, ja, dass es weitergeht. Einfach wieder im Bus zu schlafen, schön, unterwegs zu sein. Hier, aber es ist auch wieder schön, weiterzufahren. Ja, ich habe es auf jeden Fall richtig genossen. Wir haben auch echt schön Zeit genommen hier mit Familien, Freunden. Und ja, es hat echt gut getan. Aber wir sind halt noch auf Reise und möchten noch ein bisschen mehr sehen. Genau. Und deswegen freuen wir uns darauf. Ja, ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne ein Like da und abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Alle Videos von unserer Reise, die wir schon gemacht haben, jetzt im Süden, diesen Winter, findet ihr natürlich auf dem Kanal. Genau. Und mehr folgt. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Und dann bis nächste Woche. Bis dahin. Tach, tach. Dui, dui.